Hey, willkommen zurück zu Leverman der Vlog, der Videozeit, bei dem ich einen Plattformer programmieren möchte. Das letzte Mal haben wir relativ sauber, wie wir noch hier in unserem Log sehen, unseren Beginn-End-Zustand erkannt und es funktioniert sogar, wenn wir den alten, gammligen Impuls-Kontakt-Solver verwenden. So, und mit Spekulative funktioniert es ebenfalls noch. So. Und damit wir uns ein bisschen, wenn ich diese Kondition doppelt schreiben müssen, machen wir Folgendes. Wir gehen hierher, machen uns jetzt eine Funktion, BeginContact, geben eben den Hash mit, geben unseren ContactStatePermit, unseren aktuellen Zustand und unseren letzten Zustand. Das gleiche machen wir mit Endkontakt, nur drehen wir da hier die beiden um und dann schieben wir den Code für Beginnkontakt hier rein. Hier wissen wir ja, hier beginnt's. Heißt Hash, current pref und pref ist dann last und hier kommt Endkontakt. Wobei hier die Kondition, ich sag's jetzt mal, warum machen wir es nicht so? Nee, können wir gar nicht so machen. Ich brauche ja den Else-Fall. Ich brauche den Else-Fall. So, deswegen kommt die Kondition hier rein. Eine Klammer fehlt noch. Und dann können wir hier unseren EndContact aufrufen mit unserem Hash, mit unserem Last Current. Ja, passt wundervoll. Hier ebenfalls EndContact. Und du bist last. Soweit, so gut. Dann Kontaktstatus Paar erzeugen und in aktuelle Map einfügen. Beginn und End Kontakt erkennen. So. End Kontakt erkennen. Bam, 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 bam. Jetzt haben wir hier überall mein System Out. Mein anderes System Out habe ich wohl gegessen. Ja, nehmen wir den. Weil interessiert mich eigentlich gar nicht. Das bedeutet, die Anzahl Iterationen interessiert mich nicht mehr. Die können wir wegwerfen. Da das hier brauchen wir alles nicht mehr. Und wir können jetzt einfach die Dinger hier nutzen. Wir gehen in unseren Kontaktlisten rein und sagen jetzt, das ist nicht mehr Physics-Kontakt, sondern Beginn-Kontakt. Und unser Kontakt beginnt mit einem Hash, mit einem Kontakt-State per Current. Und den importieren wir. Dann kommt der hier rein. Und das ist dann der Last. Das ist dann der Endkontakt. Und beim Endkontakt sage ich jetzt einfach mal, uns interessiert eigentlich nur, ach, eigentlich interessiert uns nur der eine. Uns interessiert eh nur einer. So. Gut. Und dann ruft man den Listener hier auf. Wenn wir einen Listener haben, dann ruf ihn auf. Physics Listener. Was ist das? Wie habe ich den genannt? Kontaktlistener.
Physics, Begin Contact, Hash und du bist Current. Den kopieren wir, packen wir hier rein, packen hier einen Last rein, machen hier einen End-Contact und voila. Du noch die Imports korrigieren, hier bitte noch die Imports korrigieren. Da, was ist das? Ah ja, das können wir wieder zurücksetzen. Typ, passt. Line Segment Shape bitte wieder reinmachen. Und dann müssen wir hier noch einen Fehler korrigieren. Das ist nämlich jetzt Begin Contact. Kontaktlisten, dann müssen wir die Signatur rüber kopieren. Und ein End Contact. Ja, gehen wir es nochmal aus. Begin Contact plus Hash und End Contact plus Hash. Begin Contact, End Contact, Begin Contact. Ah ja, stimmt, wir können ja nicht mehr springen. Okay, das war ja die Idee. Wie können wir das jetzt mit dem Springen lösen? Ist relativ einfach. Wir merken uns einfach, ob wir auf dem Boden stehen, Player on Ground. Sagen standardmäßig steht der Player nicht auf dem Boden. Wir springen nur, wenn wir auf dem Boden stehen. Und wann erkennen wir, wenn wir auf dem Boden stehen? Wenn Begin Contact ist. Das ist ganz einfach. Was nehmen wir denn? Jetzt brauchen wir den Index, also jetzt brauchen wir den tatsächlichen Kontakt. Ja, vielleicht tun wir ihn ja. Tun wir ihn rein oder sowas. So, und dann gucken wir mal an, was für eine normale wir denn bekommen. Das ist genau die, die ich mir vorgestellt habe. So. Und dann machen wir jetzt mal so. Wir machen jetzt einen Weg 2F. Ground Normal oder so nenne ich das. Und da können wir tatsächlich auch einen Private Final draus machen. Die Ground Normal machen wir so. Was wir jetzt machen, ist einfach ein Pump-Produkt. Wenn unsere normale Dot Ground Normal. Lass mal schauen, was hier rauskommt. Hier müsste 1 rauskommen oder irgendwas. Ja, wenn die D größer als. Keine Ahnung, größer als 0. Dann sage ich jetzt einfach mal. Dann sind wir on ground, da können wir sagen, Player on ground ist true. Und im Endkontaktfall, gleiches Spiel, ist es einfach umgekehrt. So, jetzt müssten wir eigentlich jedes Mal springen können, wenn wir auf dem Boden stehen. Das ist der Code hier. Player Jumping, Jumping. So. Und Player Jumping wird aber nicht mehr zurückgesetzt. Ich sage jetzt mal, in diesem Fall. Nee, genau hier. In diesem Fall, wenn wir auf dem Boden stehen, wird Player Jumping zurückgesetzt. Fertig. Jetzt müsste es eigentlich theoretisch funktionieren. Wir dürften nicht mehr auf dem Boden stehen, in der Luft springen können. Und wir können springen, sobald wir den Boden berührt haben. Wundervoll. Jetzt haben wir mal so ein bisschen was gemacht Richtung Plattformerentwicklung. So, es gibt noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind beim Testen. Irgendwie stimmen unsere Kontaktpunkte immer noch nicht.
Hier stimmen sie. Und das ist ja eine Ebene. Auf der Seite hier allerdings stimmen sie nicht. Da haben wir ein Problem. Das irgendwas faul. Das müssen wir natürlich in den Griff kriegen. Und wie kriegen wir das Ganze einfach in den Griff? Wir machen jetzt zuallererst mal eine Ctrl-Shift-O, damit unsere Imports korrigiert werden. Wir gehen in unser Kontakt-Sample und bauen uns so ein Sample einfach, wo wir senkrechte versus Box haben. Wo haben wir denn die Box? Hier. Und wir wissen ja, der Fall hier passt einwandfrei. Dann drehen wir jetzt mal. Pi einfach um 1. Falsch. Nein, um 0,5. Wir brauchen die Hälfte. Und was wir dann auch noch brauchen, ist auf jeden Fall die richtige Ebene. Die normale, die stimmt. Das hier stimmt natürlich jetzt nicht mehr. Die Distanz ist width minus 50, glaube ich. Und du bist height. Und hier passiert was Komisches. Was ist denn mit meiner Plane Shape los? Was haben wir denn hier für eine normale? Was kommt denn da raus? Wir zeigen nach links. Genau das möchte ich eigentlich. Ich möchte von meinem Ursprung. Oh. Das muss negiert sein, gell? Okay, hier sehen wir, was das Problem ist. Ja. Da stimmt hin und vorne was nicht. Vor allem, warum passiert das? Hier sagt er. Ah, das ist der gleiche Fehler. Das ist der gleiche Fehler, den ich schon korrigiert habe. Erinnert euch an diesen Code hier für die Support-Punkte, die wir gebaut haben. Dieses hier, wo ich den Second zurückgesetzt habe. Gleiches Spiel passiert hier auch. Dürfte aber eigentlich gar nicht passieren, weil. Ernsthaft? Warum passiert das? Wir kommen hier rein. Plane ist nicht Achsen ausgerichtet. Und das ist natürlich jetzt falsch. Haha. Und warum? Fließkomma-Ungenauigkeiten. Mal wieder. Machen wir hier bitte auch Skalar Greater. Best. Distanz P. So. Jetzt aber. Voila. Okay. Den Fehler haben wir korrigiert. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, viel haben wir jetzt nicht machen können. Aber wir haben zumindest unseren Kontaktstatus hingekriegt. Wir können unseren Player jetzt springen lassen. Den einen Kontaktpunkt müssen wir irgendwie noch reparieren. Da müssen wir gucken, was da los ist. Und eine Sache, die ich auch ändern möchte, ist in der Factory, wo wir die Punkttransformation machen ins andere Koordinatensystem, ist, dass wir
das einfach umgekehrt machen. Wir addieren einfach b hinzu. B ist ja in dem Fall a, weil wir ja davon wieder abziehen. Das heißt, wir kommen hier in Weltkoordinaten raus und dann ziehen wir die a-Koordinaten ab. Dann müsste es einwandfrei passen. Gut. Das dürfte aber nicht hier das Problem gewesen sein, oder? Nee, das ist was anderes. Zufälligerweise ist der Boxradius. Ist der Boxradius stimmt hier an der Stelle nicht. Tatsächlich. Okay, gucken wir uns das nächste Mal an. Ciao.